Und so schnell kann der Wechsel gehen von DFB-Pokal zu Champions League, die Gruppenphase. Und wir treten quasi in die zweite Hälfte der Gruppenphase ein. Jetzt läuft alles in die verkehrte Richtung. Und zwar werden folgende Partien am 7. und 8. November gespielt. Zuerst startet man den 7. November mit den Gruppen E bis H und dann am 8. November spielen dann die Gruppen A bis D. Aber um der Reihenfolge da zu bleiben, machen wir natürlich hier die Reihenfolge natürlich sinnvoll. Und zwar haben wir zum einen Bayern gegen Galatasaray. Ihr seht, wie das Hinspiel ausgegangen ist. Kopenhagen gegen United. Also eigentlich ist es relativ simpel, weil jetzt läuft alles in die verkehrte Richtung, weil die Partien ja schon am dritten Spieltag gelaufen sind. Nur jetzt halt Rückrunde. Jetzt ist quasi die Rückrunde der Champions League Gruppenphase. Dann Arsenal gegen Sevilla, Eindhoven gegen Lens. Die Ergebnisse sieht ihr ja quasi passend drüber. Neapel gegen Union. Mal gucken, ob Union sich jetzt mal die ersten Champions League Punkte in der Karriere sichern kann. Aktuell läuft es ja gar nicht rund. Und Real gegen Braga. Ich denke mal, das wird ein ziemlich deutliches Ergebnis, wenn Real zu Hause spielt. Dann Sociedad gegen Lissabon und Salzburg gegen Inter. Dann in den unteren Gruppen, die am Dienstag spielen, Atletico gegen Glasgow, Lazio Rom gegen Rotterdam. Ihr seht auch da die Ergebnisse. Dann Dortmund spielt zu Hause gegen Newcastle und AC zu Hause gegen Paris. Dann vorletzte Gruppe, Manchester City gegen Young Boys. Das wird, denke ich mal, wenn die Manchester City zu Hause spielt, dann wird es immer ziemlich deutlich eigentlich. Haben jetzt in der Premier League gegen Bournemouth oder wie der Verein heißt. Ich denke, das müsste Bournemouth sein in der Premier League. Ich glaube, das war Premier League. Ich weiß es jetzt aber gerade nicht. 6:1 gewonnen. Also das war schon sehr solide. Und es geht gegen die Young Boys und Belgrad spielt zu Hause gegen Leipzig. Leipzig aktuell eine kleine Krise, wenn man jetzt so will, 2 Spiele ohne geschossenes Tor jetzt verloren. Das Pokal gegen Wolfsburg und Bundesliga gegen Mainz verloren. Auch überraschend. Dann Donetsk gegen Barcelona und Porto gegen Antwerpen. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen, außer das sind die Champions League Partien für den 4. Spieltag und somit für den Start der Rückrunde von der Gruppenphase der diesjährigen Champions League Saison. Gespielt, wie gesagt, am 7. und 8. November. Und damit war es das auch schon für dieses Video. Wir hören uns Freitag zur Bundesliga-Prognose dann wieder und dann auch zur Übersicht auf die Ergebnisse vom 4. Gruppenspieltag der Champions League. Bis dahin, schönen Restsonntag, schönen Start in die neue Woche und ciao!